Hallo und herzlich willkommen zum Thema Mitwirkung bei Übertragungswegen. In diesem Kurzvideo erfahren Sie, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen, um die termingetreue Bereitstellung der Übertragungswege zu gewährleisten. Die Installation von Übertragungswegen ist ein komplexer Vorgang. Neben der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit der Telekom ist Ihre aktive Mitwirkung erforderlich. Nur wenn Sie die notwendigen Vorbereitungen treffen, können die Übertragungswege termingetreu bereitgestellt werden. Das ist Erich Einfach von der Digitec GmbH. Er hat vor kurzem für sein Unternehmen bei der Telekom die Vernetzung der Standorte in Auftrag gegeben. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Bereitstellungstermin. Ist alles für die Inhouse-Verkabelung vorbereitet? Die Inhouse-Verkabelung liegt in der Verantwortung der Digitec GmbH. Das bedeutet zum Beispiel, dass bereits alle Netzwerkkabel für eine ausreichende Kapazität verlegt sein müssen. Wurden alle Genehmigungen eingeholt? Sofern der Standort nicht durch die Telekom erschlossen wurde oder die Digitec GmbH auf eine Glasanbindung für höhere Bandbreite wechseln möchte, muss Erich Einfach daran denken, die Genehmigungen des Grundstückseigentümers schon bei der Auftragserteilung zur Verfügung zu stellen. Anschließend kann dann die Bereitstellung des Übertragungsweges innerhalb des Gebäudes vom Übergabepunkt bis zum gewünschten Remote-Device erfolgen. Weiterhin hat Erich Einfach vorab dem Kundenberater der Telekom seine Mobilfunknummer mitgeteilt, damit ihn der Servicetechniker in dringenden Fällen erreichen kann. Am Tag der Bereitstellung ist es wichtig, dass der Raum mit der Anschlussstelle für den Servicetechniker frei zugänglich ist. Wunderbar! Erich Einfach hat an alles gedacht und seine Mitwirkungspflichten erfüllt. Jetzt kann die Bereitstellung der Übertragungswege termingetreu und reibungslos erfolgen. Die Checkliste zu den Mitwirkungsvereinbarungen ist im Flyer Wichtige Hinweise zur Installation von Übertragungswegen, das sind Ihre Mitwirkungspflichten, im Detail hinterlegt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und die beste Verbindung für Ihre Geschäfte. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage für Geschäftskunden. Bei Fragen können Sie sich auch an Ihren persönlichen Kundenberater wenden.